Hast du das gehört? Win! Oh,
So, wie ihr ja gehört habt, funktioniert's. Man hat metallische Geräusche gehört. Wahrscheinlich schwingt das Schwungrad, weil vielleicht habe ich es zu leicht gemacht. Aber es ist nicht kaputt gegangen. Die Kupplung kommt. Ich werde es einbauen und testen. Im schlimmsten Fall, wenn es es zerlegt, mache ich den Zahnkranz ein bisschen stabiler. Und dann sehen wir schon. Es ist Wahnsinn, wie das hochdreht. Also ähnlich wie ein Motorrad. Genau das habe ich eigentlich damit bezwecken wollen. Motor läuft, er geht halt aus, weil der fällt so schnell von der Drehzahl, dass die Leerlaufregelung nicht hinterherkommt. Aber das war vorher auch schon nicht perfekt. Man musste immer mit dem Gas spielen, jetzt noch ein bisschen krasser. Im Alltag natürlich nichts, aber doch für einen Rennwagen genau das. Ein Hersteller könnte es natürlich ganz einfach machen, der wird da in der Motorsoftware ein bisschen was drehen, dass halt die Leerlaufregelung ein bisschen früher einsetzt. Kann ich jetzt nicht. Motorsteuerung ist nicht mein Spezialgebiet. Vielleicht mal, wenn ich nee, nach Maxi zu Einbau, dann kann man sich vielleicht um sowas kümmern oder auch nicht. Mit elektronischer Drosselklappe. Naja, sehen wir schon. Ist schon ziemlich gut, also. Die Schläge mit meinem sequentiellen Getriebe dann werden dann natürlich wesentlich geringer sein als wie mit dem schweren Sprungrad. Das ist der Hauptgrund, warum ich das mache. Weil ich halt ein sequenzielles Getriebe einbauen will. Genau. Umso leichter das Schwungrad, umso kleiner die Schläge beim Schalten beim sequenziellen Getriebe. Das vergessen oft welche. Und halt auch bei der Beschleunigung in den ersten paar Gängen ist so ein leichtes Schwungrad natürlich auch Gold wert. Das, was das Schwungrad jetzt sich leichter dreht, hat der Motor jetzt zur Verfügung, um das Auto schneller zu beschleunigen. Das wird man gerade in den ersten 1, 2, 3 Gängen merken. Bin gespannt, wie das kommt. Sehen wir, sehen wir. Ist nicht ganz schlecht. Funktioniert nicht ganz schlecht, das Schwungrad. Es klingt ein bisschen, aber ich denke, das funktioniert. Dann bis zum nächsten Video.